Hallo meine Lieben, und weiter geht's mit einer stierischen Folge Hello. So, wir sind jetzt am zweiten Flakgeschütz dran, wie ihr letzte Folge gesehen habt. Und müssten jetzt eigentlich nur noch, glaube ich, hoch uns einhacken, beziehungsweise die Waffe einhacken lassen, und dann explodiert es bestimmt wieder. Achso, ne, wir müssen erstmal noch was suchen. Genau hier. Zweite Flak ist betriebsbereit. Und mit Betrieb meine ich. Na los. Los und hoch. Jawohl, prima. Ich mach das. Die Verriegelung wird wahrscheinlich wieder ausgelöst. Aber keine Sorge, wir sind im Nu wieder draußen. Wie viele Spartans verbleiben? Weißt du das überhaupt? Auf der Station Laconia waren es wohl 50, vielleicht mehr. Welch ein Verlust! Spürst du ihn im Herzen? Reißt er ein Loch? Atriox war mein bester Rekrut. Er wusste, was Opfer sind und wann sie notwendig sind. Jeden Tag ehre ich sein Andenken. Wenn der Feind sich erhebt, treten wir ihm entgegen. Aus diesem Grund schuf ich Atriox Hand. Ich fand die besten, die grausamsten, die effizientesten Killer des Universums und lehrte sie, noch besser zu werden. Meine Spartanjäger kommen dich holen. Jetzt zeig, was du kannst. Dann schickst du mal. Spartanjäger? Im Ernst? Alle wollen sie umbringen. Ich bin fertig. Jetzt sind sie dran. Okay. Was sind sie denn? Kommen sie jetzt? Sie werden auf UNSC-Kanälen kontaktiert. Laut Funksignatur ein Spartan. Theodore okay. Sorrell. Wir fanden ihn bereits. Tot. Oh. Durchstellen. Spartan. Spartan. Ich weiß, dass du mich hörst. Stirbst du ehrenvoll? Wohl kaum. Du bist ein Mensch. Schwach. Erbärmlich. Ich breche deinen Panzer. Hol dich aus der Schale. Das wird nicht mein erstes Spartenblut. Die Schippen eines Spartanjägers? Das ist verrückt. Völlig verrückt. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen weg. Noch nicht. Stellung halten. Wenn das schief geht, sind Sie schuld, Chief. Merken Sie sich das. So ein Weichei, ey. Mann. Ach, Quatsch. So, ein Weichei. So, sag mal. Unten ist noch ein Spartenkern, hier sind auch noch zwei. Da gehen wir dann hin. Ich würde sagen, da gehen wir zum zweiten Geschütz. So.
So, ist denn das gute Stück da vorne? Oh, können wir hier auch einen Fahrstuhl da vorne ist? Ja. Klar. Jetzt können wir uns auch irgendwie rufen hier. Genau. So machen wir das. Unterwärts. Sterb, Junge. Euch. Guck mal hier. Schön, schön, schön. Ne, brauchen wir nicht. Der ab, Junge. Ich blickte empor und der Himmel verdunkelte sich. Der Regen wurde stärker. Das Wasser stieg. Der Wald verschwand in den Fluten, fortgerissen von der Macht. Ich konnte nicht anders als zu klettern. Oft verlor ich meinen Weg. In einem Augenblick schluckte ich Wasser. Spitze. Komm her. Oh, hat er mir so ergeben. Für euch reicht das Fahrzeug, Leute. Für euch brauche ich nicht viel. Well. Vernichtet, Junge. Vernichtet. Geht's hier lang? Sie ist da oben. Hier. Wind oder was? Nicht gut, nicht fair, nicht
müssen den Schwerkraftlift unter der Flak aktivieren, Chief. Ja, machen wir. Da ist eins. Sehr schön. Asheron zu töten ist der einzig gangbare Weg. Ein solches Machtvakuum würde die Verbannten destabilisieren und uns genug Luft verschaffen, um auszuhalten, bis Hilfe kommt. Ich brauche Freiwillige und an ihnen wird es nicht mangeln. Wir alle wollen Teil davon sein, aber wir können die Reverie nicht ungeschützt lassen. Deshalb machen wir das auf die altmodische Art. Holz zum Ziehen. Ist das ein Scherzwürfel? Nein, ist es nicht. Das ist der Plan. Einsatzteam aus 4 Spartans, tief im Verbandengebiet. Schnell, leise, zu Fuß. Nur so kann es klappen. Und wir alle wissen, was das heißt. Die Wahrscheinlichkeit, nicht zurückzukehren, ist hoch. Deshalb muss jemand hier bleiben. Zum Schutz, für die Hoffnung. Ja. Da hinten ist er. Habt ihr ihn gesehen? Oh, krass. Hat der mal hier gesnipert jetzt. Die miese Rinde. Kann ja wohl nicht sein, ey. Asheron zu töten ist der einzige Weg. Ein solches Machtvakuum würde die Verbannten destabilisieren und uns genug Luft verschaffen, um auszuhalten, bis Hilfe kommt. Und an ihnen wird es nicht mangeln. Wir alle wollen teilnehmen. Aber wir können die Reverie nicht ungeschützt lassen. Deshalb machen wir das auf die altmodische Art. Hölzchen ziehen. Ist das ein Scherzbüffel? Nein, ist es nicht. Das ist der Plan. Einsatzteam aus 4 Spartans, tief im Verbandengebiet. Schnell, leise, zu Fuß. Nur so kann es klappen. Und wir alle wissen, was das heißt. Die Wahrscheinlichkeit, nicht zurückzukehren, ist hoch. Deshalb muss jemand hier bleiben. Zum Schutz. Für die Hoffnung. Protokoll. Entschuldigt mir, Freund, das kannst du vergessen, das bin ich ja. Sie versprach, dass sie den Ring erneuern könnte, dass wir mich nach Hause könnten, aber zumindest an einem besseren Ort. Aber nein, der Spartan beendete diesen Traum. Ich habe keine Zeit mehr für Halbwahrheiten und Lügen. Hat eine letzte Chance. Das stille Auditorium, so nannte sie es. Sie spricht in Rätseln, doch es kümmert mich nicht. Es wird den Verbannten gehören, was auch immer es für ein Geheimnis birgt. Und wenn sie es nicht teilen will, werden wir sie zerschmettern und es für uns selbst nehmen. Oh nein! Ey, die Kunden sind hart, die sind wirklich krass.
dann weißt du gar nicht, wie du die. Da ist gleich zwei von denen. Die sind. Wo denn? Oh, lad doch die Knarre nach, Mann. Kann doch nicht sein. Zu weit. Meins ist tot, ey. Das glaube ich nicht, ja. Ich hab so getötet. Drecksviecher, ey. Das gibt's aber nicht. Sterb, Junge. Na bitte, letzte Flak bereit. Nutzen wir sie. Also, nochmal im Klartext. Sie dürfen also Witze reißen? Genau. Genau. So Leute, letzte Flak. Gucken, was jetzt wieder für ein Quatsch kommt. Die letzte und die Abregelung. Kein Escherim? Ich bin beinahe enttäuscht. Die gefällt mir, die Lady. Beinahe. Alles klar. Und jetzt zurück zum Pelican. Das war's. Pelican, achso. Prima. Eine Nachricht läuft in Dauerschleife auf allen Frequenzen. Der erste Teil ist Atrioxes Hand. Und was dann? Einsetzen. Zum P zurückkehren. Wo sind Sie? Position halten. Wir sind auf dem Weg. Tut mir leid, Chief. Ich muss hier weg. Sein Signal ist weg. Wenn die Spartanjäger ihn finden. Das wird nicht passieren. Was macht Sie so sicher? Weil sie zuerst an mir vorbei müssen. Na ja, klar, wer schießt denn da? Da unten, Alter. Das ist krass, ey, wo die her schießt. Schau, fertig, Junge. Chief, wir haben eine Menge. Da, der Chopper. Oh. Stimmt, einer der Spartan-Killer. Und da ist schon der zweite.
da oben im Rack. Halten Sie sie auf. Ey. Kannst du vergessen, dass du da irgendwie mit dem Hammer, glaube ich, wird es nichts. Miesen Mutanten. Und was dann? Einsetzen. Chief, wo sind Sie? Position halten. Wir sind auf dem Weg. Tut mir leid, Chief. Ich muss hier weg. Sein Signal ist weg. Wenn die Spartanjäger ihn finden. Das wird nicht passieren. Was macht Sie so sicher? Weil Sie zuerst an mir vorbei müssen. Oh, das hat mich gleich erwischt, ey. Schon der zweite. Da oben im Rack. Halten Sie sie auf. Boah. Ist doch eine Scheiße, ist das doch hier. Mann! Ja, Hyperius, ich komm gleich. Das gibt's doch gar nicht. Oh, das ist so dämlich. Und der zweite. Da oben im Rack. Halten Sie sie auf. Ja. Boah, na freilich, du darfst mich rausbomben oder was? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Mann. Und da ist schon der zweite. Da oben im Rack. Halten Sie sie auf. Boah. Ey. Nicht mehr als eine Aufgabe. Sollen das ist doch total. Also manchmal ist es echt übertrieben schwer. Spiel schon auf normal. Und da ist schon der zweite. Da oben im Rack. Halten Sie sie auf. Unmöglich. Dämon. Dafür töte ich Wo ist er hin? Ich brauche diese elende Maschine. So fertig, Junge. Das gehst mir auf den Sack. Ist für mich keine Herausforderung. Der Feigling hat es so verdient. Stell dich mir, Spartan. Sie haben ihn wohl gereizt. Er kriegt Unterstützung.
ich. Guter Grimmig. Achievement. Das war nicht ohne, oder? Was, nee, wenn Asher mehr schickt? So, ja. Echo 216? Nichts. Aber ich könnte... Ja. Vergiss es. Der Funk ist weiter offline, aber ich konnte seinen Peilsender von hier aus aktivieren. Er ist da draußen. Der UNSC-Schiffsfriedhof. Hoffentlich ist er okay. Wir müssen in Deckung. Da hab ich schon eine Waffe gehabt hier. Ein Scharfschützengewehr. Hm. Toll. Ich glaube, es ist auch ein schönes Sonne. Weißt du? Da liegt's. Oh, die Lok gefunden. Nein, Griffin. Sie müssen bei der Reverie bleiben. Die Marines brauchen einen Anführer, wie wir alle. Die Entscheidung steht. Wir werden das erledigen. Asherum ausschalten. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Und ja, Marines brauchen einen Anführer. Deshalb bleiben Sie hier. Übernehmen Sie das Kommando für mich. Nein, das kann. Sie können und werden. Das weiß ich. Was auch immer geschieht. So, meine Lieben, das war's schon wieder mit der Folge. Ich muss da Schluss machen. Lasst meinen Daumen nach oben da. Drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Abonniert mich. Und würde mich bestimmt einen schönen Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Pepe. Tschüss.